So, hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Projekt. Wir spielen Hack 2. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Hack ist. Er wurde mir nur von allen möglichen Leuten empfohlen. Und die haben gesagt, oh, das ist so geil und da sind so viele Gimmicks. Und andere wiederum sagen, das ist einfach nur so eine zusammengemischte Mistdingens. Aber wie es immer so ist bei gehypten Sachen, die einen finden es overhyped, die anderen finden es halt gerade genial. Ich muss sagen, bei Toho anfangs fand ich es richtig gut und dann ist es, wie gesagt, ein bisschen, naja, blöd geworden. Wir werden sehen, wir werden sehen. Ich will aber kurz was anderes loswerden. Heute, wo das Video rauskommt, ist Sonntag und wenn du über 18 bist, dann geh wählen. Danke. So. Wollte ich nur kurz, ne? Muss man ja auch mal sagen. Golden Yoshi Presents. Hack 2. Gut. Schauen wir uns das kurz an. Ja. Mo. Sind wir gerade. Okay, sind wir nicht. Ich dachte, wir sterben. Okay. Gut. Sieht das denn aus? Okay. Ich kann überall hin schon. Das ist interessant. Gut. Ist das hier die komplette? Wahrscheinlich ist das hier das komplette. Das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Level. Gut. Please choose a help topic. Okay. Ja, tatsächlich 11 Level mit Unique Gameplay Gimmicks. Also jedes Level wird wohl anders sein. Ja, ich bin gespannt. Aha, okay. Also jedes Level hat zwei Exits. Und zum 11. kommen wir nur, wenn wir alle zwei holen. Gut. Resetting Levels wird wohl. Ach so. Ah, okay. Mit L. Oh, ich habe ja meinen Reset-Knopf. Okay. Saving brauchen wir nicht. Aber so ist auch in Ordnung. Ich hätte gerne auch noch ein Rezept. Ja. Ja, es. Ich habe es mir anders überlegt. Danke. Okay, kein Rezept für mich. So. Da Bomb. Was haben wir denn hier? Each jump in this will cost one coin. Make sure to collect coin you see and use your jumps sparingly. Gut, das kennen wir im Prinzip ja. Und wir haben das Symbol gesehen. Wir können also jederzeit mit. Bewegt sich das Ding mit? Ne, das ist einfach hier. Wir können also die ganze Zeit und jetzt können wir noch gar nichts. Wir können nicht springen und nix. Das heißt, wir müssen uns hier die erste Münze holen, dann können wir hier rüber. Da holen wir uns zwei Münzen und dann können wir hier rüber. Und haben verkackt. Und können hier hoch. So. Dann muss ich hier die beiden holen. Dann brauche ich hier einen Sprung. Moment, den Sprung kann ich mir ersparen. Genau. Hier wollen wir nicht springen. Hier wollen wir nicht springen. So. Wollen wir da hoch? Wahrscheinlich. Ich wüsste nicht, warum nicht. So. Groß sein ist sicherlich nicht verkehrt. Komme ich dahin ohne? Komme ich dahin ohne zu springen? Ich glaube nicht. Es ist vor allem, es ist, wenn, selbst wenn ich hinkomme, es ist nicht so gedacht. Aber es sieht schon knapp aus, muss ich ja sagen. Da ist doch wieder mein. Ja, es geht. Gut. Dann lasse ich mir doch einfach die Münze mal. Ich glaube, den Treffer können wir auch uns nehmen lassen. Das sollte passen. Die da oben brauchen wir nicht. Wozu auch? Ah, wir brauchen sie doch. Gut. Oh, jetzt habe ich sogar.
offensichtlich eine Münze zu viel irgendwo verschenkt. Aber dadurch, dass ich mir eine bei dem Sprung gespart habe, ist das völlig in Ordnung. Okay. Und das ist der Normal Exit. Ah, ich sehe jetzt auch, er setzt sogar an zum Springen. Er macht es nur nicht. Das ist der Normal Exit. Gut. Dann müssen wir hier noch den Secret Exit machen. Und ich werde das, denke ich, dann auch tatsächlich schon so handhaben, dass ich den gleich hinterher mache, weil sonst vergesse ich das auch. Ich kennt mich doch. Hops und hops. Ah. Ich wüsste jetzt allerdings auch nicht, wo der großartig sein könnte. Hui! Hui! Komm mal her. Nein. Danke. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Das ist ein bisschen blöd. Moment. Nee, ist blöd gelaufen. Nein. Stürbige. Nein. Danke. Huch. Na egal. Wir brauchen den, glaube ich, eh nicht großartig für irgendwas. War irgendwo eine Röhre oder so? Oh! Hier geht's hoch. Ja, hier... da ist der Block. I see. Ach, jetzt müsste er halt noch zum Drehsprung ansetzen. Okay. Dann müssen wir von da aus einen Drehsprung machen. Das ist völlig legitim. So. Nein, nicht runterfallen. Gut, also von hier aus ein Drehsprung. Das ist jetzt auch nicht das Problem. So, dann haben wir hier schon mal beide. Können wir uns merken, hier haben wir beide. Dann machen wir hier links weiter. Neato. Ach, okay, das ist das. Achso, ich kann jetzt normal hüpfen, ne? Ja, wir spielen jetzt ein bisschen Minecraft. Immer wenn ich R drücke, setze ich einen Block. Das ist jetzt auch nichts so speziell Neues. So. Na, R wollte ich drücken, danke. Das ist ein bisschen blöd gelaufen. Aber ich glaube, den Pilz brauchen wir erstmal auch nicht. Vielleicht für den Secret Exit wieder. Ach. Huch. Das war zu hoch. Gut. Dup-di-dup-di-dup. Ja, also die Idee ist ganz nett, aber ist nichts Spektakuläres, muss ich sagen. So. Huch. Achso, ich könnte ja... So. Ups, das war blöd. So. Da kommen wir so hin, da kommen wir so hin. Da machen wir wieder den hier. Ich habe doch aber da unten was gesehen. Habe ich nicht, okay. Ich sehe die Röhre da oben, aber... Hui, überall Blöcke. Gehst du bitte in die Röhre? Danke. Ach, da oben steht's, ich sehe es gerade, da oben steht's auch Exits noch 2. Das heißt, wenn man nicht weiß und so, dann... Das war klar, dass wir jetzt solche Blöcke erschaffen. Das war irgendwie klar. Klar wie Kloßbrühe. Ach so. Ja, ja. Wichtig ist natürlich, dass wir hier den Pilz die ganze Zeit behalten. Ist ja logisch. Dup-di-dup. Autsch. Ah, hier ist... Hier, wo ist denn jetzt wieder der Rote? Gut.
Nid-O. Ach, jetzt steht oben Exits 3. Ach, ich dachte, das sind die fehlenden. Das sind die, die wir haben. Gut. Jetzt ist die Frage natürlich... Ist der versteckte Exit hier oder in dem anderen Abschnitt? Oder ist es einfach irgendeiner von den Blöcken da unten und ich habe das nicht gesehen, dass die dann ähnlich ausgesehen hätten können? Denn das ist natürlich gut möglich. Wir wollen den Pilz behalten, aber... Nein. Na. Mario. Danke. Gott, ich bin so aus der Übung, das gibt's gar nicht. So, runter. Autsch. Eie. So. Aber wo? Hier könnten wir mal hochgucken. Ja, das sieht doch gut aus. Das sieht doch sehr gut aus. Huch. Okay, das ist eine Feder. Eine Feder? Ja, die hatten wir vorher natürlich nicht. Aber wie die mir jetzt hier helfen kann, den roten Block zu finden, weiß ich auch noch. Oh. Weiß ich auch noch nicht. Wir lassen uns mal überraschen, das war blöd. Ah! Mario rettet sich selbst. So, na. Ja. Nee. So, danke. Dann hier rüber. Na, hier kann ich auf jeden Fall nichts weitermachen. Dann will ich schon da hoch. Ach so, und mit der Feder kann ich jetzt hier die Blöcke seitlich auch. Allerdings, ich sehe noch nicht, wo. Da unten ist er! Jetzt, ich wusste doch. Ich hab mir genauso, was habe ich mir doch gedacht. Dass es einfach einer von den normalen Blöcken ist. Nee, zu langsam. Wozu dann die Feder? Gut. Macht keinen Sinn, die Feder. Okay, prima. Haben wir schon hier zwei Exits, also haben wir schon vier. Cool Beans machen wir noch und dann hören wir auf. Okay, das ist die normale Feder aus. Ach, nee, nicht ganz. Ich dachte jetzt, das ist. Na, geh runter. Ich dachte jetzt, das ist so eine Feder aus. So ein Effekt aus Super Mario Bros. 3. Dupdi-dup-di-dup. Also ich muss aber sagen, also so mega flashen tut mich das Spiel jetzt nicht gerade. Das hat man alles irgendwie schon mal gesehen und es ist jetzt hier auch nicht gerade sonderlich schön gemacht. Muss ich, wenn ich es mal so ausdrücken darf. Darf ich, danke. So, wo ist der rote Block? Aber ich bin gespannt, was noch kommt, selbstverständlich. Wo ist denn der rote Block wieder gewesen, dass ich den wieder übersehen habe? Ey, das gibt's doch gar nicht. Vielleicht kann man irgendwo... Oh. Vielleicht kann man irgendwo rein oder so. Stirbst du bitte? Ich will hier nur gucken. Hier ist nichts. Ja, dann bin ich jetzt tot. Dann gehen wir wieder hier hoch. Hier ist aber tatsächlich auch nichts. Hier hoch. Ah, ja, okay. Gut. Ja, du. Nee, 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 nee. Sehe ich ja gar nicht ein hier mit dem Lakito. Also könnte man vielleicht sogar, könnte man problemlos, will ich nicht sagen, aber könnte man ohne Save State spielen.
Sollte man wahrscheinlich auch. Dann machen wir den auch, weil die Level sind ja doch recht kurz. Aha. Oh, wei, wei. Okay. Ja, das sind halt Dev-Blöcke. Passiert. Huch. Kommst du bitte hierher? Nee, das war nicht so gut. Also, Moment, das haut aber hin. Ja, danke. Ach, ich brauch dich hier. Komm her. Dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm. Und dann darfst du wieder der hier werden. Jetzt ist die Frage, zählt der Hit schon oder stirbt er dann jetzt gleich dadurch? Nein, anscheinend wird er immer wieder resettet, oder? Jetzt. Nee, jetzt ist eh Schluss. Gut! Werdet ihr auch zu irgendwas? Ihr werdet zu gar nichts. Das betrifft also nur die Chunk. Ah, ihr werdet zu was. Dann nehme ich das Ding doch gleich mal mit. Da hätte ich gerne rangewollt. Gut, da war ein P-Switch drin. Das war ja im Grunde zu erwarten. Oder muss man jetzt ein bisschen schneller sein? Nee, muss man nicht. Man muss nur die Münzen schon mal vorher entfernen. Nun komm. Zack. Also die Idee ist ganz nett mit dem Maulwurf. Ganz nett ist sie ja. Du-du-du. Nein. So. Aber muss da im Moment muss ich dem Zuni ein bisschen recht geben, dass das einfach nur so ein Aneinandergeklatsche von Gimmicks ist. Ist jetzt nicht so der. Kann ich hier was mit euch anstellen? Kann ich nicht. Ach, ich sehe schon, wo das hinführt. Ja, aber hier ist blöd. Du musst da runden. Moment, ich brauche die beide. Jetzt haben die hier sogar ein Puzzle eingebaut. Dagegen bin ich doch allergisch. Wisst ihr doch. Nein. Nein, du sollst nicht sterben, bitte. Das ist in Ordnung. Das jetzt weniger. Und nützt dir mir nichts. Ja. So ist besser. Und du gehst da jetzt bitte drüber. Du gehst in die falsche Richtung, mein Freund. Du gehst dann bitte hier rüber. Das war klar. Okay, dann eben anders. Lauf. Lauf in die Richtung und dann lauf auch in die Richtung weiter. Kann ich euch da nicht einfach rausglitschen? Wow, das war L. Ach ja, L resettet ja, ich erinnere mich. Ich muss nachdenken. Das kann doch nicht so schwer sein. Conan, Mensch. Mach doch nicht den Gronkh. Ich frage mich nur gerade, ich kann die ja zum Beispiel, während ich sie. Ja. Während ich sie schieße. Doch, dann geht. Hey, vorhin ging das nicht. Ich kann ihn, während ich schieße, kann ich ihn umwandeln. Dann hat sich's doch erledigt, das Problem. Dann hat sie es doch erledigt. Wieso ging das? Vorhin habe ich das probiert, das ging nicht. Hä? Komisch, egal. Das war das Erste, was ich vorhin probiert hatte und das hat nicht funktioniert. Ach. Was weiß ich. So, stirb. Kommst du mit?
Hi. Huch. Ach. Nein. Hi. Komm her. Ach, natürlich. So natürlich nicht. Da ist er schon weg. Let's try this. Kommst du rüber? Wie krieg ich dich hier jetzt darüber, Mensch? Willst du mich veralbern? Irgendwie nicht. Ach, ich habe eine Idee. Nein? Kriege ich den denn dann nicht irgendwie so rüber ge... Ja! Genau. Und jetzt kann ich dich treffen. Gut. So. Ist ein bisschen tricky, die Stage. Ein bisschen. So. Dann haben wir jetzt aber auch erstmal Ach, ich dachte, das war's schon. Komm, da komme ich auch so ran. Ach, komm ich nicht. Ach Mensch, na gut. Zurück. Ninji, na, lande bitte auf dem Block. Ach, immer noch nicht hoch genug, natürlich nicht. So, komm hier rüber jetzt. Natürlich. Ich habe nur eine Chance. Dann eben. Na. Na. Wenn ich das schon so blöd setze, dann nehme ich das auch. Danke. Gut, den roten haben wir wieder nicht gesehen beim ersten Mal. Den gucken wir uns dann, suchen wir dann beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und tschüss.